Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cube. Und wir sind hier stehen geblieben beim letzten Mal bei diesem feinen Rätsel. Und mir ist mal aufgefallen, wenn ich den hier nach da kicke, könnte ich ihn ja sogar nach da kicken. Was mir jetzt auffällt, ist, dass das nichts bringt. Yeah. Ich hab's ganz schön drauf. Und mir ist aufgefallen, hier oben haben wir ein, ein sich bewegendes Stück wieder, um das daran zu klatschen. Aber das ist jetzt auch natürlich wieder die Frage, wie wir das darüber kriegen. Es ist an irgendeinem Drehmechanismus dran, dass das sich so weiterschiebt anscheinend. So. Das ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht haben wir auch was vergessen. Wir gehen einfach mal zurück. Denn hier sieht man ja auch schon einen dieser Dinger und da auch nochmal so einen Strich. Wir können ja mal gucken, vielleicht haben wir ja wirklich was vergessen. Und sind hier einfach zu früh. Das kann natürlich sein. Also da letztendlich muss das wahrscheinlich hinkommen, dass sich da links eine Tür öffnet. Da geht der Strahl durch. Und hier ist auch eine Wand, die dicht ist anscheinend. So. Dann hätten wir... Momentchen, das kann ich sowieso hier erstmal... So hier hinschieben. Boom. Dann hätten wir hier das Teil, was wir eh nicht bewegen können oder etc. Wir können damit nichts machen. Da kann man durchgucken, sehen den Strahl und das ist dieser Strahl, den wir da durchgeguckt sehen. Ja. Also der muss ja eigentlich nach vorne. Sagen wir es mal so. So kann der natürlich jetzt nicht ganz ausfahren und wäre dann, ja, so. Moment. Okay. Aha. Nur das ist eins zu weit oben, wie ich das sehe, oder? Ja, das geht die ganze Zeit hier hoch. Na, das war jetzt blöd. Aber ich glaube, ich habe jetzt so circa verstanden, wie das funktionieren soll. Zack. Jetzt haben wir ihn nämlich richtig hier drauf, sodass wir ihn damit jetzt darauf schieben können. Und schieb, genau. Jetzt ist der da nämlich auch drauf. Und hier können wir den jetzt erstmal von dieser Plattform runterschieben. Upp, oh, das war ganz schön eng. Damit den gleich hier drauf schieben. Und letztendlich ist er dann auch da, dass er da durchguckt. Mutter Maria. Die gelben Steine muss man dann natürlich auch richtig einsetzen. So, jetzt geht das nämlich alles nach da und hier öffnet sich diese Pforte, die hier gerade noch geschlossen war. Wow. Warum sieht das aus wie ein Bosskampfraum? Ich hoffe, hier gibt es keine Bosskämpfe. Ja, natürlich. Stimmt, ich hatte ja sonst heute noch nichts zu tun. Leute, ernsthaft mal. Kann man die dadurch vielleicht so... Ja, die kleinen sind schneller als die großen. Nee. Wo hätten wir ja vor mal zwei drauf? Yippie-yay. Ja, das kriegen wir noch nicht mal. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man jetzt nämlich echt mal richtig grübeln. Ich meine, toll, was nützt mir das jetzt? Ich muss die anderen nämlich genau auf der gegenüberliegenden Seite haben.
Toll, zwei habe ich jetzt schon mal immer drauf. Yippie. Nein, du sollst doch gar nicht so weit. Na, verdammt. Mann, man kann nicht so schnell sein, oder wie? Anscheinend nicht. Toll. Wir müssen... Ja, da muss, glaube ich, das Dicke dann hin. Ja, super. Gott. Wir resetten das nochmal. Irgendeine Rolle müssen ja die Teile hier spielen, diese hier. Irgendeine Rolle muss das ja haben. Und zwar die Rolle der Trennung der Teile. Und zwar der richtig Hinschiebung auch. Na, na, na. So. Das Problem ist jetzt, was wir hier haben. Ja, verdammt. Na toll! Millimeter um Millimeter kämpft man hier. Ja, und so schnell kriegt das jetzt natürlich nicht gedrückt. Verdammt. Nein! Immer noch diese Millimeter. Roll los. Ja, jetzt haben wir es erst recht verkackt. Ja, das ist jetzt noch mehr verkackt. Machen wir es nochmal so. Trennung. Rechts, zack. Vorne, zack. Ich glaube, so ist das perfekt. Na, der vorne darf jetzt nur nicht nachlassen, sag ich mal. So. Nun müssen wir, wenn alles klappt, nur noch richtig warten. Verdammt. Der muss hinter dem sein. Dann würde es klappen. Wenn wir den da noch irgendwie hinterkriegen, in irgendeiner Form. Na, 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 na. Okay, kein Blödsinn. So, jetzt noch einmal bitte ganz rechts reinschieben. So. Das könnte klappen, wenn alles... Ja, komm, komm, komm.
Nein. Verdammt. Du musst davor. Irgendwie. Ich weiß nur noch nicht wie. Weil so seht ihr, es funktioniert. Die beiden Einzelnen nochmal ein bisschen zu trennen, ist sehr schwer. Verdammt! So könnte es auch gehen. Ah, ja. So können wir das jetzt natürlich wieder nicht einzeln parallel trennen, nicht? Ich sag nur FFS. Irgendwas hier übersehen, hier ist doch nix, ne? Nee. Das soll ja auch der einzige Knackpunkt sein. Deswegen ist das ja auch so verdammt schwer. Wow. Verdammt schwer. Weil der hintere schneller ist als der vordere. Weil wenn das jetzt so einfach gehen würde, das wäre einfach zu einfach. Wie wär's, wenn wir den jetzt einfach zurückschicken? Hat nicht geklappt, ne? Du bist ein ganz schöner Außenseiter, weißt du das? Du blödes Teil, ich guck jetzt direkt. Ganz schön cool aus. Ihr habt ja schon in den Kommentaren geschrieben, ihr mögt es mir zuzusehen, wie ich denke. Ja. Das werdet ihr hier auf jeden Fall können. Na. Wenn man hier jetzt noch irgendwie so eine Barriere hätte, das wäre es dann viel einfacher. Wo ist das nämlich? Ist das, wenn man die einfach alle mal in der Ecke schiebt? Das geht nicht wirklich gut, oder? Das Spiel ist ja da, um zu probieren. Ah, super. Und schon haben wir wieder Probleme mit den Fetten. Mann. Jedem Spiel. Immer nur Probleme mit den Dicken. Mann, oh. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das wird erst recht nicht funktionieren. Das ist das, was am wenigsten funktionieren kann, meine Freunde. Guck mal, ich kann ihn da hinschieben. Ist das nicht toll? Wenn wir die nur irgendwie zusammen... Also wenn wir die nur irgendwie trennen könnten... Mano, 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 Mano.
problems, officer. Da muss man eigentlich einfach wahrscheinlich mit einem ganz einfachen Trickzug ran. Da denkt man wahrscheinlich gar nicht dran. So. Wir haben hier unten zwei Dinger. Die schieben einen da so raus, sodass hier vier platziert werden können. Das heißt, ein Dicker könnte hier immer hingeschoben werden. Wenn der hier dann drauf stände. Stünde. Was auch immer. Die kleinen sind schneller als die großen. Um genau zu sein, vier Felder schneller. Das heißt, wenn da der große ist, kommt da der kleine noch hin, obwohl er direkt davor war. Boah, mein Gehirn platzt. Die Trenngeschichte mit diesen Dingern klappt auch nicht so gut. Weil halt dieser nicht davor ist. Was recht schade ist. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich sag euch, das ist wahrscheinlich sowas ganz Banales, was man einfach nur erstmal richtig schieben muss. So könnte ich den Kleinen da rauskriegen. Was nützt mir das dann? Egal, wir machen es einfach mal. So könnte ich einen Dicken von der anderen Seite auch rauskriegen. Nochmal die gleiche Frage, was nützt mir das? Ich meine, yippie. Das nützt mir nichts. Oh Gott, mein Gehirn wird einfach zu überfordert. Und die Klänge im Hintergrund sind ganz schön laut und machen mich müde. Obwohl, so laut sind die eigentlich gar nicht. Egal, ich mach's trotzdem mal eine... Bam! Trotzdem mal eine Spur leiser. Boom. Wollen die, dass ich mir somit einen zeitlichen Vorteil erschaffe oder was? Das Prinzip dahinter gerade nicht mit diesen Teilen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, meine Freunde, so ist eine männliche Ejakulation. Sah so perfekt aus. Yippie. Yippie, das hat nicht funktioniert. Gleich nochmal. Viele Leute schrieben ja schon, dass sie gar keine Geduld für dieses Spiel hätten. Langsam verstehe ich diese Leute. Quatsch. Marshmallows. Ja. Ja, Mann, schieb alles abstrus durcheinander.
Das soll helfen, habe ich gehört. Das nützt mir nichts, denn dieser doofe Block hat immer noch keinen Bock. Dieser blöde Sack. Was ein Sack. Jeder Gangster sind Gary McBlood. Warum fallen mir jetzt coole Bands ein? Langsam verzweifle ich hier. Und so viel Zeit zum Aufnehmen habe ich gar nicht, sodass ich gleich wahrscheinlich sogar einen Schnitt machen muss. So wie das aussieht. Ihr kleinen behinderten Teile. Patsch! Los, geht hinfort und rettet die Welt. Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part bei Cube. Und oh Gott, ist das Rätsel krass. Bis dann. Ciao.